Jo Leute und damit willkommen zurück zu Pokémon Purpur, die türkis-grüne Maske. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja auf den Omniyama-Berg waren, glaube das war richtig, und bei der Schreckenshöhle waren, auf den Oniyama suchen und hier bei der Höhle waren, haben wir hier noch eine Maske, beziehungsweise hat das Fest begonnen. Wir haben keine Maske bekommen, die wir uns selber kaufen dürfen. Ja, warum auch nicht. Aber egal. Okay. Reflektor. Was haben wir hier? Komm hier. Und noch nicht gehabt. Aha. Sind auch neu. Neu dazugekommen, Volbeat. Das Namen ich nämlich eben vergessen habe und deswegen wusste ich nicht, was ich nämlich sagen soll. Nee, dann machen wir uns gleich auf den Weg zum Fest. Und ich wollte noch was gucken. Weil das fällt immer einen auf, wenn man in die Aufnahme reinguckt. Ich habe jemand gesehen. Ja, und heilen müssen unsere Pokémon auch noch. Ich weiß gar nicht, ob er auch Schaden nimmt. Also viel zu viel Schaden nimmt. Wenn ich einen Bleib. Gras ist da, Gras ist weg, Gras ist da, Gras ist weg. Oh Mann. Was ich bei anderen mitbekommen habe, die haben richtig Hintergrundflackern. Ich weiß es nicht, wie lustig. Volbeat, Glühwürmchen-Pokémon. Volbeat kommuniziert mit seinen Artgenossen, indem es mit den Lichtern seinen Hinterteil blinkt. Es liebt den süßen Duft von Lumise. Also so richtig Glühwürmchen-like. Ja, gibt's Lumise hier auch? Da haben wir noch ein Item, da auch. Das ist mal alles Einsame, was man hier unterwegs findet. Das ist ein Pichu. Weil wir schon einen Eintrag haben. Hier war das. Gucken wir mal, was haben wir hier? Kabal. Ein süßer Apfel. Wir müssen noch gucken, wie wir die dritte Entwicklung hinkriegen. Von den Apfel. Aber wir müssen den auch nochmal das dritte Mal erstmal kriegen. Okay. Bei mir liegt das wirklich so ein bisschen, aber die anderen, die haben halt so ein Flackern im Hintergrund gehabt, ich nicht. Das habe ich nämlich zufällig gesehen. Wir machen noch was anderes, kurz gleich. Nö. Hier. Die habe ich total übersehen. Die habe ich richtig übersehen. Und die wurde uns ja auch vorgestellt eigentlich im Trailer. Oh, ich habe dich gar nicht bemerkt. Und du bist... Moment, lass mich raten. Du bist Teil dieser Schülergruppe, die für die Exkursion aus Paldea gekommen ist. Woher wussten sie das? Das ist ein kleines Dorf. Da kommt einem so einiges zu Ohren. Ich bin Gemma. Gemma schreibt man mit einem... Ich bin Gemma, eine Reisende mit einem kleinen Faible für Kameras. Und das ist mein Partner Fukano. Schau dir nur mal das süße Horn auf seinen Kopf an. Ja, das ist das Hisui Fukano. Das kommt jetzt etwas plötzlich, aber darf ich ein Foto von dir machen? Klar. Hey, Kleiner. Die Zustimmung kam mir aber etwas zu schnell. Man darf Fremden nicht so leicht vertrauen. Naja, das Foto mache ich trotzdem. Tschüss! Du hast irgendwie was Besonderes an dir. Mein Interesse ist geweckt. Ich werde eine Weile hier im Dorf mein Lager aufschlagen. Sprich mich doch wieder an, wenn du all deine Aufgaben erledigt hast. Zum Beispiel, wenn du, sagen wir, 150 Pokémon aus dem Kitakami-Pokédex gefangen hast.
Ah, okay. Dann kriegen wir was von ihr scheinbar. Frage ist nur was. Naja, werden wir ja sehen, ne? Was ich nochmal gucken wollte. Und die Frisur sieht so dämlich aus, ne? Aber ich glaube, die kannst du gar nicht ändern, oder? Würde ich jetzt so gerne. Mir gibt es hier keinen Friseurladen. Würde mich wundern. Moment. Kleidung kaufen. Was haben wir denn hier eigentlich alles? Stricksocken. Nice, dass er da nichts anzeigt. Boah. Braucht er lange zum Laden. Really? Ist in die Socken. Zeigt er nicht an, ne? Oder sind das immer andere? Nö. Zeigt er in den Klamotten gerade nicht an. Geht wahrscheinlich nicht, weil wir die Festkleidung anhaben. Wow. Naja. Was soll's? Auf zum Fest. Und da ist er. Ja, wen haben wir denn da? Ein Hut-Hut. Hol ich mir erstmal das Hut-Hut. Mit ihnen können wir gleich nochmal sprechen. Ich habe gar keinen Bock, die Pokémon zu schwächen. Und versuche einfach so zu fangen, ich habe ja genug Bälle. Dieses Gras, ey. Sieht in den Kämpfen voll merkwürdig aus. Guck, zweiter Ball gefangen. Passt doch. So. Hut Hut, Eulen-Pokémon. Da ist die Uhrzeit Was? Da ist die Uhrzeit präzise anzeigt. Ansagt, geht es in manchen Ländern als Gottheit der Weisheit, die mit den Regeln der Welt vertraut ist. Ich hasse echt mit manchen Wörtern, ey. Was haben wir denn noch hier? Dat. Hatte ich Vulpix? Ja, Vulpix habe ich gefangen. Ist halt doch hergekommen, ne? Centus, wie geht's? Wie steht's? Alles Paletti auf der Exkursion? Senior Jim? Ich bin natürlich hergekommen, um zu sehen, wie du dich so machst. Schließlich bin ich dein Klassenlehrer. Und wo ich schon mal hier bin, konnte ich es mir nicht nehmen lassen, die Pokémon von Kitakami zu erforschen und... Moment! Oh nein, ich schussel! Ich war so in meine Forschung vertieft, dass ich bisher ganz vergessen habe, nach dir zu sehen. Tut mir leid, ehrlich. Was hältst du von einem kleinen Picknick als Entschuldigung? Gut, dass ich mir einen Tisch von Direktor Clavel ausgeliehen habe. Es lohnt sich, auf seine eigene Vergesslichkeit vorbereitet zu sein. Okay. Klar, futtern wir jetzt erstmal. Keine falsche Bescheidenheit. Das Sandwich ist für dich. Hau rein. Es sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber dafür schmeckt es umso besser. Garantiert. Normalerweise komme ich nicht so oft raus. Deshalb macht mich all die Forschungsarbeit hier draußen ganz schön fertig. Und du umrundest für deine Schatzsuche gefühlt die halbe Welt. Respekt. Echt. Aber Nanu, was liegt denn da im Korb? Hä? Tada! Oh, ein Pokémon-Ei. Na sowas da. Dabei ist doch nur Schluppock hier. Wie ist das möglich? Ja, wie nur? Haben Sie das reingetan? Die kann man echt nichts vormachen. Bestimmt hast du schon mal ein Pokémon-Ei mit einem Picknick
bei einem Picknick gefunden, oder? Wenn Trainer sich um solch ein Ei nicht kümmern können, übergeben sie es normalerweise in die Obhut der Akademie. Aber ich dachte mir, es kann nicht schaden, wenn sich stattdessen hier und da unsere talentierten Schüler diese Eier annehmen. In diesem Sinne, bitteschön, Centus. Du erhältst ein Pokémon-Ei. Möglicherweise war es ein wenig übertrieben, extra deshalb nach Kitakami zu kommen, aber bei dir habe ich immerhin das Gefühl, dass das Ei in guten Händen ist. Übrigens, benutzt du hier auch die Pokédex-App? Wenn du Pokémon in der Kitakami-Provinz fängst, füllt sich dadurch dein Kitakami-Pokédex. Ich werde noch eine Weile in der Umgebung mit meiner Forschungsarbeit beschäftigt sein. Also komm unbedingt wieder zu mir, falls du den Kitakami-Pokédex vervollständigst. Wow. Also wird der Firma hier bleiben. Hier rumstehen. Eine Turzel? Okay. Ein Loturzel. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es hier auch gibt jetzt. Boah, okay, gefangen. Was ich übrigens gleich mal mache, ist Loturzel, Wasserlinsen-Pokémon. Loturzel und Turzel sammeln sich in Scharen auf Teichen mit guter Wasserqualität. Dabei kommt es vor, dass ihre Blätter die ganze Oberfläche bedecken. Haben wir kurz was austauschen gleich. Für das Ei. Hier ist was gelandet. Wo haben wir den denn? Ich weiß, dass ich einen Pokémon mit Großbrand hatte. Aber wo habe ich das hingepackt? Weil ich ja ein paar Pokémon gezüchtet habe und dementsprechend brauchte ich eins mit Großbrand. Ich habe das völlig verschoben, ne? Bin ich dumm? Das ist ja robust. Ey, wo ist denn der? Den habe ich doch nicht wieder zurückgeschickt. Den habe ich doch hier behalten. Bin ich der Meinung. Wenn alles so durcheinander ist. Wo haben wir das denn? Ich habe heute den Namen des Pokémon vergessen. Und das sind ja nur die Wesen, ne? Großbrand. Okay. Zack. Da war noch irgendwo ein Platz frei. Hier. Ach, was ist denn das andere? Habe ich das doch wieder zurückgeschickt? Das konnte kein Großbrand, oder? Ne, Pulverrauch. Das kann Pulverrauch. Das ist nicht mehr hier, oder? Ach, ich weiß, warum er auch in die falsche Box gepackt hat, ne? Weil ich hier drin geblieben bin. Ne, ich würde das machen. Mal das einmal so. Wo habe ich jetzt eigentlich das Ei hingepackt? Ich bin gerade so blöd, ne? Das machen wir mal hier. Moment. Ich mach gleich weiter. Das hatten wir noch hier. Kann ich aber nicht alle da reinpacken, ne? Nö. Machen wir es mal einmal so. Das.
Machen wir das eben auch mal so. So. Der sollte eigentlich nicht da drin landen. Den packe ich mal. Sorry, den packe ich mal dazu. Dann haben wir dich noch. Und euch beide. Die wir dann auch nochmal rüberschieben. Oder habe ich den doch genommen wegen Großbrand? Das weiß ich jetzt gerade echt nicht mehr. So, dann hatten wir hier noch die drei. Beziehungsweise die beiden hatte ich da extra hingepackt, ne? Wegen Tauschen, naja, ist egal. Habe ich das Ei denn jetzt hingepackt? Boah, bin ich gerade verpeilt. Aber ist ja eigentlich nichts Neues bei mir, ne? Oder bin ich gerade schon wieder dran vorbei? Ach, da habe ich es hingepackt. Läuft bei mir, ey. Den kann ich jetzt mal wegpacken. Ich weiß gar nicht, muss man das immer so machen? Ist auch egal. Das wollte ich eben nicht, das aber. Dann soll ich es einmal schnell brüten. Oder einfach nur hier durch die Gegend. Oh. Klar, direkt ins Pokémon gefahren. Die Brütze habe ich aber schon. Eigentlich wollte ich das Item haben. Naja. Schon wieder reingefahren. Hau doch ab. Missvieh. Besiegen wir es einfach. Natürlich, wenn du Pokémon komplett besiegen willst, passiert sowas. Na schön. Wenn es so, was so will. Warum hat das immer noch Standard-Druckbild drauf? Übertrink. Und deswegen den Aufwand eben. Naja. Du willst kämpfen? Ja, können wir später machen. Noch nicht. Ich habe in den anderen nämlich auch nicht alle besiegt. In Paldea. Meteorologe. Okay. Gab es die schon länger, die Attacke? Habe ich nämlich keine Ahnung. Schauen wir mal, was für ein Pokémon da oben ist. Ein Superball und ein Timerball, alles klar. Was haben wir denn hier für ein Pokémon? Ach, ein Vulpix. Hallo. Klar, fange ich gleich. Was für ein Typ? Ey. Das war Fee, ne? Das war Fee, ne? Ja. Ja, ja. Ich muss das mal überlegen. Es hat keine... Achso. Ich habe mich gerade schon gefragt, hey, es hat keine Wirkung. Stand auch effektiv. Achso, Vulpix. Ups. Ja. Coole Augen. Diese Effekte auf dem Boden sehen irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Naja. Was soll's? Wollte ich eigentlich nicht zum Fest gehen und jetzt bin ich schon 20 Minuten hier dran. Oder fast 20 Minuten. Naja, Moment. Das war auch einfach. Obwohl ich Bulbeck schon habe, wollte ich aber das auch nochmal machen. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja nämlich egal. Ich habe ich noch so ein Licht gesehen, oder? Oder auch nicht?
Vielleicht auch nicht. Aha, aha. Da ist aber eins. Mündungsufer. Boink. Da hinten ist noch eins. Lumise-Sekret. Okay. Die Lumise? Müsste ja aber auch irgendwann die Lumise sein, ne? Das neue Targaryen. Ja. Klar. Ich mach das. Ach nö, ich mach das. Ach nö, ich mach das. Kennt man ja, ne? Boah, hat das geruckelt eben. Ups. Das war ein Volbeat wieder. Was hier einfach alles rumliegt. Was ist da wieder? Schauen wir gleich mal. Was bist du? Du erkennst das gar nicht mal. So hell das ist. Ach. Okay. Okay. Gleich in als Terra. Wasser. Geistwasser. Ich habe ihn nämlich auch noch nicht. Ich mach mal so. So. Schauen wir mal. Ich glaube, wir gehen in der nächsten Folge dann zum Fest. Was ist mit der Kodierung gerade los? WTF? Was war das denn? Durch die Kristallisierung. Ne, wie gesagt, ich glaube, wir gehen in der nächsten Folge dann zum Fest. Weil. Okay, wird 4 reduziert. Vor dem Ende halt der Aufnahme dahin zu gehen, ist halt so. Okay, naja, nee. Machen wir mal nicht. Machen wir mal nicht. Okay. Was läuft denn da hinten rum? Ist das noch. Nö, nee, ist ein Skeron. Das sah eben echt merkwürdig aus. Sah wie ein anderes Pokémon aus. Die Terra-Kristallisierung ruckt hier ganz schön, ey. Warum auch immer. Was haben die gemacht? Wahrscheinlich müssen die noch Updates nachschieben. Morcha. Matcha-Pokémon. Pflanzgeist. Imitationsform. Es sieht aus wie eine Regionalform von Fatalité. Doch vor kurzem fand man heraus, dass zwischen den beiden Pokémon keine Verbindung besteht. Dazu gab es ein cooles Video. Fatalité. Diese Namen, ne? Sind so merkwürdig. Ein kleines Garabon. Wie viele hier einfach rumrennen, ey. Okay. Was haben wir hier? Mondstein. Mondstein, Flieg und Sieg, ne? Übrigens bleibt das hier die ganze Zeit die Nacht, weil das Fest ja gerade läuft. Zauberblatt. WTF sind die Items, ey. Das hätten die aber ein bisschen besser machen können, dass das nicht so ruckelt. Junge, Junge. Ich glaube, das seht ihr nicht so extrem in der Aufnahme. Oh. Muss mal ganz kurz was gucken. Achso. ja. Moment. Achso, ne. Ich schieb das. Ich mach einmal ganz kurz was. Ich dachte eben schon, ey. Ich dachte eben schon, die Aufnahme ist nicht komplett im Bild, aber ist sie doch. War nur andere Datei. Oh. Aqua-Durchstoß. Hallo. Kapuzzi.
Ein Quapuzzi. War die das entwickeln nicht rauschen zu Quapo oder nur Wasserstein? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ist viel zu lange her. Aber ich glaube Wasserstein, ne? Ist auch nicht schlecht. Wasserkampf. Schauen wir mal. Lohnt sich das eigentlich ständig zu machen? Vielleicht, ne? Oh, Moment. Boah, dieses Auf- und dieses Räuspern, ey. Regentanz. Kanal, also. Es fängt an zu regnen. Yay. Ich müsste eigentlich nochmal mein Pokémon heimgehen, bevor ich zum Fest gehe. Ja. So. Dann fangen wir dich mal. Ich habe nicht mal Quapse gefangen, ne? Du sollst doch drin bleiben. Aha. Du sollst drin bleiben und nicht wieder rauskommen. Die anderen waren leichter zu fangen. Der will nur nicht. Jetzt aber. Sehr schön. Boink. Ach, das war ein. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was für ein Pokémon das war. Das war ein Plinfer. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Quapuzzi. Kaulquappen-Pokémon. Die Haut seines gesamten Körpers ist feucht. Auf dem Bauchspirale fühlt es sich zudem glatt und weich an. Ich weiß noch früher, wie ich das abgepaust habe als Kind. Ich habe das auch irgendwo noch rumliegen im Ordner. Nanu, Plinfer entwickelt sich. Okay, dann entwickle ich mal. Ich habe ja schon Plinfer. Aber Plinfer nicht. Metallklaue. Das ist ein Quapsi gewesen. Erstmal hole ich mir das Item hier. Boink. Staffette oder Staffette. Ich will das da hinten erstmal haben. Morlord. Da haben wir noch ein Item. Hallo? Hallo? Mann, Kugelsaat. Doink, doink. Och, ein Arbok ist das auch cool. Mal gucken, was das für ein Typ ist. Hallo? Hallo, hallo? Da sind Tentacher. Oder diese anderen Tentacher da. Ein Elektro. Okay. Nice. Nice, nice. Muss halt echt reingehen, bevor wir hingehen. Ein Donnerzahn. Nice. War das effektiv? Holy shit. Ich glaube, ich wechsle mal, ja? Mach mal hier. Wir müssen ja nicht immer mit den Starken anfangen, ne? Oh, das eigentlich schneller geht, aber gut. Silberblick. Machen wir meine Verteidigung runter, klar. Warum auch nicht? Komm, Fußkick. Boink. Ah, Donnerzahn. Aber es sieht trotzdem gut ab. Ja gut, hat meine Verteidigung gesagt, ne? Dann ist das auch kein Wunder, dass es ein bisschen mehr absieht als sonst. Gut. Dann bleibst du auch drin. Dich will ich nämlich haben. Boink. 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 Bling. So, dann haben wir das doch mal. Arbok, Cobra-Pokémon, ach, das habe ich noch nicht mal. Es ist sehr hartnäckig und verfolgt seine Beute überall hin, wenn es sie einmal erspäht hat. Ich mochte Arbok früher schon gerne. Oder wie auch rückwärts geschrieben, Cobra, ne? Ja.
Das waren die Paldea-Viecher. Genau. Paldea-Form. Die wir schon haben. Ja. Okay. Ach, da haben wir noch so eins. Wo wir fast reingefahren sind. Weil es so klein ist und du es nicht sehen kannst. Und besonders weil es vor Spawn. Das sind Gänger. Doch, Gänger haben wir schon. Hab mich gerade gefragt, haben wir Gänger schon? Aber ja, haben wir ja schon. Ach, guck mal, wie wir hier haben. Hol ich dich auch nochmal gleich. Was für eine Folge, ey. Ja. Ding, 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 ding. Eigentlich haben wir genug Kohle, um Sachen noch zu kaufen. Und so, wie lange das einfach dauert, ne? Bis du überhaupt heilt. Ach, Game Freak. Ich meckere ja nicht viel, ne, was sowas angeht. Aber das ist halt so wirklich... nee. Muss nicht. Hätte man wirklich besser machen können. Guck dir TOTK an. Was auch viel besser war. Ich hoffe, ich besieg's jetzt nicht. Okay. Dann können wir schwächen. Wenn man quatscht und halt irgendwas falsch macht. Wie gesagt. Die hätten das eindeutig besser machen können noch. Aber vielleicht liegt es sogar an der Engine, die sie nutzen dafür. Die Frage ist halt, welche Engine haben die überhaupt genutzt dafür? Apropos Engine. Unity hätten die nicht nutzen sollen denn dafür. Weil ja, was die Tage hier so rumging mit Unity von den 20 Cent pro Installation oder pro Erstinstallation, was man gar nicht tracken kann. Was das ja eigentlich heißt, aber ja gut. Illumise, Glühwürmchen-Pokémon. Es veranlasst Volbeat dazu, Zeichen in den Nachthimmel zu malen. Manche Forscher untersuchen die Bedeutung dieser Muster. Und ja, das ist momentan ein richtiger Shitstorm, deswegen unterwegs. Und alle wechseln die Engine jetzt. Oder versuchen es zumindest. Weil viele Projekte dann nochmal so zu ändern, ist halt so schwierig. Ist ja nicht gerade einfach. Aber ja. Gehört das eigentlich hinten als Thema mit rein, ja, ne? Für Leute, die schon länger, schon später das gucken, ja, schon eine Weile her. Wann ging das los? Wir haben heute den 16.09. Ups. Wollte ins Pokémon gefahren, weil ich auf Datum geguckt habe. Ja. Und wann war das? Vor 4 Tagen irgendwie? Am 12. oder 11.09. war das. Irgendwie so war das. Ganz genau weiß ich das gerade nicht mehr. Ich habe das auch irgendwie einen Tag später erst mitbekommen. Gut, dann schwinde ich nochmal kurz zurück. Obwohl wir hätten hinfliegen können, aber da können wir noch unterwegs Items aufsammeln. Und ja. Und ein paar Let's Plays habe ich ja schon erzählt, dass ich ja auch ein eigenes Spiel habe, also machen will, Ideen da sind. Und ja, das sollte mit Unity laufen. Gut, jetzt gucke ich erstmal, wie das mit Godot läuft, wie ich damit arbeiten kann, ob das besser ist oder ob ich die Unreal Engine nehme. Gucken wir mal. Godot ist nämlich, was ich heute so erfahren habe, was ich nicht wusste, Open Source ist. Und ja, was schon besser sein kann. Naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich habe damit nicht schon gestern noch ein bisschen kurz reingeguckt. Kurz ist gut. Die Zenterschwester hat dir die Pose Peace-Zeichen umgedreht beigebracht. Probier's mal aus und zwar noch bevor es wieder out ist. Okay, jetzt kriegen wir auch noch für die Fotos extra Sachen. Aha. Naja, egal.
Gut, dann würde ich sagen, eigentlich wollten wir in dieser Folge zum Fest, aber ich habe mich zu sehr ablenken lassen, so wie immer, was nichts Neues ist, aber was auch völlig egal ist. Wir haben ein paar Themen angesprochen, das Spiel leckt ein bisschen zu sehr, auch wir kommen da noch ein Patch die Tage. Und ja, dann würde ich sagen, werde ich hier erstmal die Aufnahme beenden und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Purple, die türkisgrüne Maske. Und dann gehen wir auch zum Fest. Diesmal wirklich. Bis dann. Ciao, ciao.